zweieinhalb Stunden fliegen wir von Salzburg nach Iraklion. Das 175.000 Einwohner zählende Iraklion ist die Hauptstadt von Kreta. Am nächsten Tag fahren wir mit dem Bus nach Korasphakion, von wo das Schiff nach Gaftos ablegt. Am Samstagnachmittag laufen wir durch den halben Ort, bis wir ein freies Zimmer finden. Am nächsten Tag legt die Fähre pünktlich um 8:30 Richtung Gaftos ab. Korasphakion ist der Hauptort des Phakia, des wildesten und unzugänglichsten Teils der Südküste. Die letzte Fahrt des Sommerfahrplans führt direkt von Kreta auf die südlichste Insel Europas. Nach zweieinhalb Stunden legen wir in Karaves, dem Hafen von Gaftos, an. Wir wohnen im 3 Kilometer entfernten Sarakiniko, dem touristischen Zentrum der Insel. Die zu Fuß 45 Minuten weiter westlich gelegene Bucht von Fetife ist der Endpunkt des Inselbusses. Von hier geht man eine Viertelstunde zum Strand von Agianis. Über die ganze Insel verstreut findet man Natura 2000 Schutzgebiete. Die feinsandige Bucht mit ihren Wacholderbüschen ist das Zentrum der Wildcamper und Aussteiger. Hinter Agianis führt der Weg weiter der Nordküste entlang Richtung Westen. Nach einer guten Viertelstunde passieren wir eine winzige Bucht, wo ein paar Leute campen. Nach einer weiteren Viertelstunde erreichen wir den Strand von Lavrakas. Hier gibt es Süßwasserbrunnen, was die Bucht auch bei Campern beliebt macht. Am Ufer ist zwar Sand, aber im Wasser sind Felsplatten, sodass man beim Schwimmen ziemlich aufpassen muss. Von Sarakiniko im Norden der Insel besuche ich Tripidi, den südlichsten Punkt Europas. Mit dem heuer erstmals verkehrenden Inselbus fahre ich ins 4 Kilometer südlich gelegene Korfos. Die an der Ostküste gelegene Kiesbucht ist Ausgangspunkt für die rund eineinhalbstündige Wanderung nach Tripidi. Entlang des bestens ausgebauten Wegs wurden sogar einige Picknickplätze mit Tischen und Bänken angelegt. Am Abzweig nach Vatsiana steht ein aufgelassener Bauernhof. Die Salzsandfläche ist ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel auf ihrem Weg von Afrika nach Europa. Drei Felsbögen, die Camarelles und der Höhlen das Kap Tripidi. Es ist beinahe wie ein Klischee, aber auch am südlichsten Strand von Europa ist ein afrikanisches Flüchtlingsboot gelandet. 300 Kilometer sind es von hier bis zur nordafrikanischen Küste bei Tobruk in Libyen. Am obligatorischen Erinnerungsfoto komme natürlich auch ich nicht vorbei. Die Steilküste an der Südwestseite der Insel steigt auf über 300 Meter an. Der Kiesstrand Aliki liegt unterhalb des Kap Tripidi. Bei einem aufgelassenen Zeltplatz halte ich Mittagsrast. Da ich ursprünglich nicht geplant habe, nach Tripidi zu wandern, fällt das Mittagessen etwas karg aus.
Am Nachmittag mache ich mich auf den 2,5-stündigen Rückmarsch nach Sarakiniko. Ungefähr auf halbem Weg mache ich noch einen Badestopp am Strand von Korfos. Nach 5 Tagen auf Gaftos heißt es Abschied nehmen. Da die Fähre von Gaftos Verspätung hat, verpassen wir den Anschluss nach Paleochora, sodass wir in Agia Romeli übernachten müssen. So haben wir einen Tag Zeit, um die Umgebung des nicht an das Straßennetz angebundenen Ortes zu erkunden. Rund eine halbe Stunde dauert der Aufstieg zur türkischen Burg. Aus der Bauweise kann man schließen, dass die Burg weniger eine Burg, sondern vielmehr eine Kaserne gewesen sein dürfte. Von hier oben hat man nicht nur einen schönen Blick auf Agia Romeli, sondern auch auf den Eingang der Samaria-Schlucht. Und genau dorthin gehe ich jetzt auch hinunter. Die 5- bis 6-stündige Durchquerung der Schlucht ist wahrscheinlich die populärste Wanderung in Kreta. An Spitzentagen sind hier bis zu 3000 Leute unterwegs. Da die meisten vom oberen Schluchtende starten, ist es unten bis Mittag relativ ruhig. Außerdem befindet sich die spektakulärste Engstelle, die Sideroportes, am unteren Schluchteingang. Als der Gegenverkehr zu viel zu werden beginnt, kehre ich an den Strand von Agia Romeli zurück. Bis zur Abfahrt der Fähren nach Korasphakion und Paleochora wird es richtig voll am Strand. Um 17.30 Uhr kehrt dann wieder Ruhe ein in Agia Romeli. Die Fahrt führt an einsamen Stränden vorbei, die Südküste Richtung Westen. Nach gut 1,5 Stunden Fahrt erreichen wir gegen 19 Uhr Paleochora. Da am Samstagabend alle Zimmer belegt waren, tauschen wir mit einem deutschen Paar und übernachten am Campingplatz. Ihnen gab es hier zu viele Katzen, sodass sie in einem Raum oberhalb einer Taverne schliefen. Am nächsten Tag ziehen wir in ein Studio mit Küche und Bad, für das wir 30 Euro bezahlen. Am Morgen ist der knapp 1 Kilometer lange Sandstrand Bacia Amos noch menschenleer. Das auf einer Halbinsel gelegene Paleochora ist das touristische Zentrum im Südwesten der Insel. Trotzdem gibt es hier keine überdimensionierten Hotelbauten, die den Charakter des Orts zerstören würden. Während der Paleochora Art Week zeigen verschiedene Künstler über die Stadt verstreut ihre Werke. Auf einem Plateau oberhalb des Orts liegt das 1282 von den Venezianern erbaute Kastell Selinus. 1539 wurde es von den berüchtigten Piraten Barbarossa zerstört und später von den Türken wieder aufgebaut. Von hier hat man einen schönen Blick auf das etwas über 2000 Einwohner zählende Paleochora. In den 70er Jahren wurde der Ort von den Hippies entdeckt und der Tourismus entwickelte sich zur wichtigsten Einkommensquelle. Am Abend wird die Hauptstraße gesperrt und die Tavernen stellen ihre Tische auf die Straße. Während der Paleochora Art Week finden jeden Abend Konzerte statt.
Tag wandere ich zu den Stränden unterhalb von Anidri. Eine Naturstraße führt zu den 4 Kilometer östlich von Paliuchora gelegenen Buchten. Die Strände von Anidri bestehen aus 2 Kiesbuchten und einem Sandstrand. Der Sand am gut 200 Meter langen Sandstrand ist ziemlich grob, doch das Wasser ist kristallklar. Die beiden Kiesstrände bilden ein kleines Kap, wobei der östliche aus ziemlich grobem Schotter besteht. Ich schwimme noch eine Runde am etwas feineren westlichen, bevor ich mich auf den rund einstündigen Rückmarsch nach Paliuchora mache. An unserem letzten Tag gehe ich noch zu den Stränden beim 5 Kilometer entfernten Kunduras. Ich wandere der Küste entlang, circa eine Stunde Richtung Westen. Dabei komme ich an mehreren kleinen Kiesbuchten vorbei. Schließlich erreiche ich die schöne, rund 700 Meter lange Sandbucht von Huma. Sie liegt an der Westseite der mit Wacholderbüschen bewachsenen Halbinsel von Grameno. Über den 800 Meter langen Kiesstrand an der Ostseite kehre ich wieder nach Paliuchora zurück. Hier verbringen wir unseren letzten Badetag am westlichen Ende des Sandstrands Bacia Amos. Nach 5 Tagen in Paliuchora fahren wir wieder zurück nach Heraklion. Hier nutzen wir den Vormittag bis zum Abflug noch für einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Die Straße des 25. Augusto mit ihren repräsentativen Häusern wurde zur Fußgängerzone umgebaut. Die ursprünglich zur Jahrtausendwende erbaute Kirche Agios Titos wurde immer wieder zerstört, aber stets neu aufgebaut. Die Türken bauten sie zur Moschee um und erst 1925 wurde sie wieder zur griechisch-orthodoxen Kirche geweiht. Der Morosini-Brunnen war der Endpunkt eines 1628 von Venezianern erbauten Aquädukts und ist die letzte Station unseres Spaziergangs. Viel zu schnell sind die 2 Wochen auf Kreta vergangen und Fleinicki bringt uns wieder zurück nach Salzburg. Beim Landeanflug machen wir noch eine Schleife über Oberndorf. Να παίξεις περιμένεις τη στιγμή.